Hallo, guten Abend. Ich muss in letzter Zeit ziemlich verdutzt beobachten, dass sich 20.000, 30.000 Menschen, das ist eine unglaublich große Masse, sich immer wieder zusammenfinden, um gegen die Corona-Maßnahmen zu demonstrieren. Das sind Maßnahmen, die der Staat eingeführt hat, um die Bevölkerung zu schützen. Was gibt es denn daran nicht zu verstehen? Leugnet ihr, dass es diese Krankheit gibt, diesen Virus gibt, dass da Menschen daran sterben? Wer das wirklich glaubt, der hat an einer Klatsche. Tut mir leid, ich kann das nicht anders ausdrücken. Aber was ich mich viel mehr frage ist, wieso sind die Menschen bisher bei den ganzen Maßnahmen des Staates nicht auf die Straßen gegangen? Fangen wir mal an mit dem völkerrechtswidrigen Krieg im Irak oder in Afghanistan. Da war Deutschland immer mit dran beteiligt. Wo waren die tausenden Menschen? Da sind ja im Irak und in Afghanistan sind Hunderttausende, Millionen von Menschen getötet worden. Warum ist da keiner auf die Straßen gegangen? Die bedingungslose Solidarität mit Israel, die bedingungslose Solidarität, erklärte Solidarität Deutschlands mit Israel. Ich weiß ganz genau, dass die meisten Deutschen nicht damit einverstanden sind, was die Israelis mit den Palästinensern machen. Aber da geht auch keiner zu Millionen auf die Straßen. Als die Hartz-IV-Gesetze eingeführt wurden, wo Menschen, die das 40, 50, 40 Jahren gearbeitet haben oder 50 Jahre sogar gearbeitet haben und nach einem Jahr Hartz IV bekommen haben, da sind auch nicht tausende Menschen auf die Straßen gegangen. Die Privatisierungsmaßnahmen des Staates oder die Korruption, die Steuerverschwendung, all das sind die Menschen nicht auf die Straßen gegangen. Sie haben nicht dagegen demonstriert. Und das ist irgendwie so ein Virus, der tötet tausende Menschen, hunderttausende Menschen sind krank, teilweise weltweit sind ja auch schon hunderttausende Menschen gestorben. Und da gibt es wirklich Pappnasen, die glauben, dass sie dagegen demonstrieren müssen. Leute, ihr müsst doch einfach nur eine Maske aufsetzen. Ist das denn so schlimm? Ich hoffe, ihr kommt bald zur Besinnung. Denn ich möchte mal gerne wissen, gerade wurde vom Bundesrat beschlossen, dass es auf jedem Personalausweis einen Fingerabdruck geben muss. Wo sind die ganzen Datenschützer, die unsere Rechte schützen, unsere Rechte verteidigen? Das war ein absolutes No-Go, dass unser Daumenabdruck bei den Behörden abgegeben wird. Damit werden alle Bürger dieses Landes wie Verbrecher behandelt. Mal sehen, ob die Corona-Leugner auch dafür auf die Straßen gehen werden. Guten Abend.